Hallo, meine Lieben, ich bin wieder zurück und ich dachte mir, einmal ist kein Mal und auf einem Fuß kann man schlecht stehen. Deswegen habe ich nochmal ein Video gedreht, in dem ich euch zeigen möchte, wie ich etwas koloriere. Und wie ihr es natürlich schon am Titel erkannt habt, geht es diesmal um einen Hintergrund. Und zwar geht es um einen Hintergrund, den ich gemalt habe in Luna. Das ist das neueste Malbuch von Maria Trolle. Das ist im November rausgekommen. Genau, das ist die schwedische Edition. Und ganz explizit geht es um den Hintergrund zu diesem Bild. Genau. Und ja, ich arbeite gerade noch dran, wie man unschwer erkennen kann. Aber ich glaube, das ist ganz interessant für euch, wie ich diesen Hintergrund gemacht habe. Und ich habe hier heute allerhand mehr aufgebaut, wie ihr schon sehen könnt. Und ich zeige euch jetzt am besten einfach mal, was ich da so für Materialien verwendet habe. Und zwar ist der Hintergrund mit den Carbotello, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Carbotello koloriert. Das sind Pastellkreidestifte. Für alle, die diese Stifte noch nicht kennen, die kommen hier in so, ich habe sie hier in so einer wunderschönen Holzbox und ich dachte, ich zeige sie euch einfach mal. Und die Sortierung ist mittlerweile ein bisschen durcheinander geraten, aber das sind die Stifte. Vielleicht kurz zu den Stiften. Ich persönlich finde die Farben sehr intensiv tatsächlich für Pastellkreidestifte. Ich habe auch die Pitt-Pastellstifte von Pastellkreidestifte von Faber-Castell. Tatsächlich, also ich bin jetzt nicht so der Experte in Pastellkreidestiften. Ich arbeite nicht oft mit dieser Art Medium, aber trotzdem habe ich schon mal beide Stifte ausprobiert und diese Stifte sind tatsächlich im Verhältnis zu den Faber-Castell-Pastellkreidestiften ein Stück weit weicher und sie lassen sich etwas, wie soll, weniger kratzig aufs Papier auftragen. Das ist so meine Erfahrung und mein Gefühl. Ich habe tatsächlich sehr gerne mit den Stiften gearbeitet und werde das sicherlich auch wieder tun. Ja, in dieser Holzbox befindet sich noch ein Anspitzer, der extra für diese Art von Stifte gedacht ist. Wird auch noch ein kleiner Papierwischer mitgeliefert. Genau. So viel zu den Stiften erstmal. Ich lege sie mal kurz beiseite. So, hier nochmal das Bild in den Vordergrund. Und genau, explizit habe ich die folgenden Farben tatsächlich verwendet. Für den Himmel habe ich 385. 335, 440, 435 and 100. Genau. Und für den Boden habe ich verwendet 750, 635, 575 und fürs Verblenden miteinander der Farben habe ich, und da erzähle ich euch jetzt auch gleich noch mal etwas Neues zu dir. Diese Art von Blending von Pastellstiften habe ich auch noch nicht probiert. Zum einen habe ich natürlich meinen guten alten Finger verwendet. Was mir tatsächlich bisher immer lieber war als Papierwischer. Denn bei Papierwischern, auch das ist wieder so meine Empfindung und meine Erfahrung, habe ich halt sehr oft das Gefühl gehabt, dass die Farbe, die Pigmente vom Papier eher ja so ein Stück weit abgerieben werden. Und es ist auch ganz viel Staub überall drumherum. Und das ist mit dem Finger tatsächlich ein Stück weit weniger so. Und weiterhin habe ich aber neben meinen Finger auch noch diesen
Silikonpinsel von Paint Sisters verwendet. Ja, man sieht schon, das ist hier super biegsam. Es gibt diese Silikonpinselchen von Paint Sisters in verschiedenen Ausführungen, also je nachdem. Eigentlich sind es, glaube ich, auch ein Stück weit Modellierpinsel, aber sie eignen sich auch ganz hervorragend. Hier sind einmal so die verschiedenen Größen. Sie eignen sich halt auch ganz hervorragend, um mit Pastellkreide zu arbeiten. Genau, und weil dieses Bild sehr filigran ist teilweise, habe ich mich halt für diese Art entschieden. Man sieht, dass ich ihn benutzt habe. Ich habe die Farbe so gut es geht abgewaschen, aber ein Stück weit bleibt die Farbe weiterhin dran. Und auch hier, ähnlich wie wenn man den Finger verwendet, entsteht weniger Staub, beziehungsweise wird der Staub, der beim Auftragen mit dem Stift entsteht, eingefangen durch den Pinsel. Und klar, er verteilt sich auf den Pinsel, bleibt auch teilweise am Pinsel haften, aber auch aufs Papier. Und ja, mir hat das richtig Freude gemacht und ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Anschließend, nachdem ich den Hintergrund halt farblich gestaltet habe, das werdet ihr im Video nicht sehen, habe ich hier nochmal die Farbe fixiert. Das macht man ja meistens oft hin und wieder, je nachdem, wie man möchte, kann man das tun. Genau, weil sonst, wenn man mit dem Finger oder irgendwas drüber geht, geht die Farbe halt ab oder auf die gegenüberliegende Seite. Und genau, ich habe hier ein Fixierspray von Pelikan. Das habe ich schon ewig viele Jahre tatsächlich. Das habe ich mir Ende 2015, als ich angefangen habe mit dem Malen, einmal zugelegt und hält immer noch. Allerdings, wie gesagt, ich nutze es halt auch nicht so oft, weil ich nicht oft mit Pastellkreide arbeite. Aber es macht seinen Job. Man kann sehen, ich gehe hier drüber, nichts an Farbe bleibt am Finger. Ich gehe immer zweimal drüber, sprühe einmal, lasse es kurz trocknen, sprühe nochmal. Wichtig, denkt dran, dass ihr entweder die Fenster weit öffnet oder dass ihr es gleich draußen macht, weil, ne, hier irgendwo da giftig und überhaupt. Genau. Okay. Gut, das soweit zu den Materialien. Ich würde sagen, mir bleibt jetzt erstmal nichts weiter zu sagen als viel Spaß beim Hauptteil. Und wir hören uns im Anschluss noch einmal wieder. Tschüss. Thank you.
Da bin ich wieder. Ich hoffe, das Video hat euch bis hierhin schon mal sehr gefallen. Also, oder hat euch überhaupt gefallen? Genau. Falls ich tatsächlich irgendwas im Vorwege vergessen habe zu erwähnen oder irgendwas unklar ist, ihr Fragen habt, was auch immer, Wünsche, Anregungen, Hilfestellung, was auch immer euch auf der Seele liegt, schreibt es mir einfach. Ich bin da tierisch dankbar drüber, denn am Ende des Tages mache ich natürlich diese Videos einerseits, weil ich Spaß dran habe, aber andererseits auch, um euch irgendwas, ja, wie soll ich sagen, was Wertvolles einfach zu zeigen, ne? Genau, so weit, so gut. Ich würde sagen, mir bleibt jetzt gar nichts weiter übrig, als euch zu sagen, dass ich mich total freue, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr vielleicht sogar bis hierhin durchgehalten habt. Dieses Video ist ja nicht ganz so lang wie das letzte und Gott sei Dank auch ein Stück weit weniger ohne dieses fürchterliche Wackeln aus dem letzten Video. Da arbeite ich tatsächlich dran, dass das in Zukunft bei detaillierten Kolorationen nicht mehr so auftritt in der Form, weil ich selber auch gemerkt habe, wenn ich dann Sekunde, ein paar Minuten drauf gucke, dann ist das irgendwie nervig, also macht nicht so Spaß zuzusehen. Da arbeite ich dran und ansonsten, wie gesagt, meldet euch, wenn irgendwas ist. Bleibt bis dahin gesund, bleibt mir treu, lasst einen Daumen hoch da, gern einen Kommentar, wenn ihr mögt. Ich wünsche euch was und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.